Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Review meinerseits. Und heute reden wir über Valhalla, die womöglich krasseste und nasseste Wasserbahn aller Zeiten. Und für uns auf jeden Fall noch nasser als Popeye in Universal. Und diese Anlage steht in Blackpool Pleasure Beach in England. Und darüber reden wir jetzt in diesem Video. Ja, Valhalla Blackpool Pleasure Beach hat bestimmt der eine oder andere was schon mal drüber gehört. Ihr habt auch schon das On-Ride hoffentlich hier auf dem Kanal zu dieser Bahn gesehen oder habt den Vlog zu Blackpool Pleasure Beach gesehen. Da haben wir die Bahn natürlich ja auch gezeigt. Und jetzt würde ich sagen, mal Zeit, das Review zu dem Ganzen zu machen. Eine Frage, die von sehr vielen sehr oft gestellt wurde, ist, waren alle Effekte an? Weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, was ist denn der Stand der Effekte, die überhaupt noch an sind, weil es nicht mehr alle Effekte vom Eröffnungsjahr 2000 heute gibt. Aber dazu jetzt gleich Stück für Stück ein bisschen in diesem Video. Das Ganze ist eine eher sehr unscheinbare Halle. Und die steht halt direkt in Eingangsnähe bei Blackpool Pleasure Beach, und ist so ein großes Felsmassiv und einfach eigentlich so ein großer brauner Klotz. Und das Ganze hat halt eine, wie der Name es ja schon verrät, so Wikinger-Thematisierung, und das findet sich dann davor auch noch alles wieder. Und man kann auch Regencapes kaufen, die bringen einem aber auch nichts, denn diese Bahn ist unfassbar nass, ist die nasseste Bahn aller Zeiten. Und das ist auch okay und cool, weil man es vorher weiß, sich drauf einstellt und drauf einlässt und sich vorher umzieht oder gegebenenfalls das so plant, dass das so die letzten Rides am Tag sind, sich danach umzieht oder. Also man muss auf jeden Fall, wenn man diese Bahn fahren möchte, Wechselklamotten dabei haben. Es gibt auch viele Leute, die ziehen sich dafür dann Schlappen und Badehose an, T-Shirt drüber und fahren dann Valhalla. Und das ist hier auch absolut nötig, denn es ist wirklich so, dass du wortwörtlich mit bis zu den Knien im Wasser sitzt. Also das Boot läuft wirklich komplett voll. Und es kommt auch so noch viel Wasser. Aber weil man es vorher weiß, weil man darauf eingestellt ist, sich darauf einlässt, ist es cool, ist es in Ordnung. Natürlich ist es wieder so eine Bahn, da finde ich es geiler. Würde es dazu einen Wasserpark geben, wo man das dann einfach dann mitfahren kann. Und Valhalla ist eine Mischung aus einem Flume Ride und einem Dark Ride. Also ein Dark Ride Themenfahrt in der Halle im Dunkeln und wie ein Flume Ride, also ein Log Flume, aber mit zwei Plätzen nebeneinander, mehreren Reihen hintereinander. Und es gibt mehrere Abfahrten und da reden wir gleich im Fahrtablauf natürlich auch ein bisschen drüber. Und gebaut hat das ganze Intermin Amusement Rides aus Liechtenstein. Eröffnet wurde es ja im Jahre 2000 und hat insgesamt 15 Millionen Pfund gekostet. Und diese Relevanz und diese Geilheit dieser Wasserbahn kann man nochmal ein bisschen unterstreichen mit dem Golden Ticket Award. Den kennt ihr alle. Das ist der Award, bei dem der Europapark jedes Jahr der beste Freizeitpark der Welt wird. Und beim Golden Ticket Award ist 2015, 2018 und 2019 Valhalla die beste Wasserattraktion oder Wasserbahn der Welt geworden. Noch viel beeindruckender oder wirklich beeindruckend sind wohl wahrscheinlich die Betriebskosten für Valhalla. Das ist schon eine Sache, die sich halt sehr, sehr lange hält in der Fanszene und wo man sehr oft schon drüber gesprochen hat oder das oft hört, ist, dass die Betriebskosten von Valhalla unfassbar hoch sein sollen und einen Tag Valhalla betreiben unendlich viel Geld verschlingen soll. Ob das stimmt, weiß man natürlich nicht so genau, aber das hat uns gegenüber der Pressesprecher des Parks auch bestätigt, dass die Betriebskosten wirklich sehr, sehr hoch sind für Valhalla, aber er wollte auch keine Zahlen nennen und nicht weiter darauf eingehen. Es gibt auch mit dem Geschäftsführer von Blackpool Pleasure Beach ein Interview hier auf dem Kanal. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, solltet ihr euch das auf jeden Fall angucken. Und es ist auf jeden Fall Fakt vom Park bestätigt, dass die Betriebskosten sehr, sehr hoch sind für Valhalla. Es gehen wohl Gerüchte rum, dass sich die Betriebskosten von Valhalla im Monat auf 147.000 Pfund belaufen, was dann ungefähr 4.900 Pfund am Tag wären.
Wo ich mich dann wieder so frage, ist das wirklich viel oder ist das für eine Anlage mit so einer Komplexität, mit so viel Pumpen, mit so viel Wasser, mit so viel Gas und einem sehr komplexen Fahrsystem, ist das dann wirklich noch hoch oder rangiert das dann eher im Bereich von großen Rafting-Anlagen in anderen Freizeitparks? Und wie ich ja gerade schon gesagt habe, es gibt sehr viele Effekte bei Valhalla und neben natürlich Wasser, was von überall runterläuft und spritzt und Wassertunneln, gibt es auch so Wasserexplosionsfontänen, die dann natürlich noch sehr viel Wasser durch die Gegend fliegen lassen. Das Wasser wird ja auch hin und her gepumpt, das habe ich auch schon gesagt. Aber es gibt auch große Temperaturunterschiede durch verschiedene Räume bei Valhalla. So, dass es einen Raum gibt, bei dem hat man minus 20 Grad und einen Raum mit plus 40 Grad. Diese Unterschiede gibt es dann auch. Und da denkt man sich, boah, bei so Temperaturunterschieden, da muss es ja ein Gewitter geben. Und das gab es quasi früher. Es gab früher echte Blitze in Valhalla. Und das wurde erreicht mit einer Tesla-Spule. Und die gibt es zum Beispiel nicht mehr. Das ist ein Effekt, der war nicht an, sondern den gibt es einfach nicht mehr und wurde, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, durch die Szene mit dem Laser ersetzt. Und was man natürlich auch dazu sagen kann, ist, dass Valhalla schon nach dem ersten Jahr neue Boote bekommen hat und 2011 einmal komplett geschlossen wurde für Renovierungsarbeiten, wo man sehr viel nochmal neu gemacht hat, sehr viel renoviert hat, geändert hat und aufgefrischt hat. Und das Ganze ist im Dezember 2019 nochmal angekündigt worden, dass Valhalla wieder für ein Jahr schließt. Und das war 2020, das Jubiläumsjahr, das 20-Jährige. Da hat man Valhalla dann gesagt, okay, schließen wir komplett. Ist natürlich dann etwas anders gelaufen mit der Corona-Pandemie, so dass das jetzt nicht so schwer ins Gewicht gefallen ist. Aber man hat das Ganze jetzt sogar noch mal ein Jahr geschoben und verlängert diese Renovierungsarbeiten, die wohl sehr aufwendig werden sollen von Valhalla. Und lässt auch 2021 komplett Valhalla geschlossen, um dann 2022 wieder komplett neu gerefreshed aufzumachen. Also spätestens dann müssen wir auf jeden Fall nochmal dahin und das Ding fahren. Also frühestens dann können wir es ja auch. Aber sehr, sehr geiles Ding. Wirklich krass. Und ich bin gespannt, was sie jetzt dann nochmal ändern und renovieren. Und ein bisschen Refreshing würde dem Ganzen natürlich nicht schaden. Auch wenn diese nordische Mythologie natürlich keine Hochglanzthematisierung ist, ist das schon teilweise etwas rumpelig drin, aber gut. Und natürlich muss man dazu sagen, neben Intermin waren auch sehr, sehr viele andere Firmen beteiligt für Special Effects, Thematisierung und den ganzen Kram, der da drin so passiert. Aber bevor wir jetzt mit dem Fahrtablauf richtig beginnen, noch ein paar Fakten vielleicht. Bei Valhalla werden 450.000 Liter Wasser pro Minute umgewälzt. Boah. Die Pumpen kosten natürlich verdammt viel Strom. Und pro Stunde gehen 990 Kubikmeter Gas durch diese Anlage. Das sieht man dann bei der Fahrt auch, dass es hier und da ein wenig brennt. Dafür schafft man übrigens aber auch 2000 Personen pro Stunde wegzufahren. Und dafür muss man übrigens, um Valhalla zu fahren, mindestens 1,17 Meter groß sein. Und diese krumme Zahl kommt eben natürlich zustande, dass das Ganze in Großbritannien ist. Das Gebäude an sich ist 24 Meter hoch und der höchste Drop, den die Bahn durchfährt, hat eine Höhe von 19 Metern. Und das Ganze passiert übrigens auf 610 Metern Streckenlänge, die dann an der schnellsten Stelle mit bis zu 70 km/h durchfahren werden. Und insgesamt hat man übrigens auch, um diese 2000 Personen pro Stunde wegzufahren, 12 Boote, die dann jeweils so gute 6 Minuten unterwegs sind auf der Strecke. Und wenn ihr euch das komplett angucken wollt, dann gibt es natürlich das Ganze on-ride hier auf dem Kanal. Verlinke ich euch am besten irgendwie auch, wenn ich dran denke. Aber kommen wir ein wenig zu unserer Fahrt. Haben uns dann stilecht in Moviepark-Regencapes geschmissen. Das Ganze war auch ein bisschen mehr Gag als ernst gemeint, weil wir hatten das ja auch so geplant, dass wir uns danach umziehen und komplett gesoakt werden. Aber trotzdem hatten wir Spaß in den Backen. Wir sind ja auch bei diesem kleinen Wochenendtrip sind wir ja vom Moviepark aus direkt zur Fähre gefahren und deswegen, es war alles ein bisschen lustig. aus der Station raus, die ist noch außerhalb und dann geht es in so einem Stück, gerade in der Linkskurve, in so einen großen Totenkopf, also das Maul von einem Totenkopf, wo so eine Wasserwand ist, ein Wasserfall. Der geht zwar aus, aber nicht so aus, wie man das erkennt von so Wasserfällen, wo man drunter durchfährt. Und man wird schon ein wenig nass. Und dann kommt so eine kleine Tunnelsektion, die durchfahren wird. Und in der Linkskurve geht es dann zum ersten Lift. Da geht es auch schon links und rechts, also Flammen, echtes Feuer. Und man fährt dann den Lift hoch und fährt auch so ein mieses Viech zu. Und
fährt dann oben teils im Dunkeln, dann mit ein bisschen Lichteffekten schon in die Rinne, die wirklich gut gefüllt ist, flott durchfahren wird, spritzt hier und da auch schon Wasser. Und auf der rechten Seite befindet sich dann auch noch so ein, nee, nicht auf der rechten Seite, auf dem Lift nach oben befindet sich noch so eine Wikinger-Animation. Und danach, wenn man dann rumfährt, findet sich auf der rechten Seite auch noch so ein riesiger Wikinger-Kopf. Ja, und diese eher unscheinbare Dark Ride Passage, ist, ne, das baut sich alles ein bisschen auf bei Valhalla. Das ist wirklich so ein dramatologischer Spannungsbogen, der aufgebaut wird bei dieser Attraktion. Es fängt halt wirklich sehr normal und überschaubar an und steigert sich halt die Fahrt über immer weiter. Und es gibt noch so ein bisschen Nebel und dann fährt man erstmal quasi nach draußen. Also es gibt eine Aussicht über Blackpool. Und man fährt da halt raus, kann nach draußen gucken und ist auf einem Turntable, wird so ein Stück gedreht, fährt rückwärts und fährt dann einen kleinen, wirklich süßen Rückwärtsdrop nach unten. Unten ist dann direkt wieder ein Turntable, dreht einen wieder und es geht vorwärts auch sofort weiter. Aber was man nicht vergessen darf, wenn man oben auf dieses freie, offene Fenster zufährt, gibt es natürlich schon die erste Wasserfontäne, die einen überrascht. Und nach diesem Part fährt man auch schon in den Eisraum, der wirklich sehr kalt ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich die minus 20 Grad waren. Ich glaube eher nicht. Ich habe halt öfter auch schon in Kühlhäusern rumgehangen mit minus 30 Grad. Da war es dann doch etwas kälter. Aber es kann natürlich auch so sehr, sehr subjektiv sein, dass man das so empfindet. Und danach kommt überraschenderweise, damit rechnet man nicht wirklich im Dunkeln, ein großer Drop, nicht der ganz große, aber ein großer Drop, den man runterfährt. Und dann gibt es auch direkt ordentlich Wasser und anschließend fährt man durch so einen Wassertunnel, wo halt so Wasserfontänen so quer rüber, die aber auch komplett in das Boot reingehen. Also wirklich, du wirst da auch schon komplett gesoggt. Und dann im Anschluss gibt es dann auch noch diese Explosionswasserfontänen und auch wieder so einen Wasservorhang, der auch eher gar nicht ausgeht. Und dann geht es auf den zweiten Lift und oben angekommen wird es auch schon ein bisschen epischer und auch mehr Thematisierung. Und von überall kommt auch schon Wasser und Wasserfontänen wieder. Es gibt so Geräusche, dass man von Pfeilen angegriffen wird und so eine Dornenwalze rollt über einen weg. Außerdem dann natürlich gibt es noch Nebel und auch diesen angesprochenen Laser in einer großen Kurve, wo man drumherum fährt. Und dann geht es zum großen finalen Drop, der auch nochmal so unten einen Dip mit drin hat, also ein bisschen sportlicher als bei so einem Double Down. Und dann kommt eine Riesenwelle, wirklich richtig verrückt. Und mit dieser Welle und dem Splash, den man verursacht, gehen direkt Flammenwerfer wieder hoch und riesige Bereiche, die anfangen zu brennen. Und überall ist auf einmal Feuer. Das ist so geil, ich liebe sowas. Und nach einer weiteren Kurve kommt man wieder in eine weitere Feuerszene, wo links und rechts dann noch riesige Flammenwerfer sind, die nochmal wirklich voll abgehen und noch mehr Feuer spucken. Und auch hier explodiert dann wieder das Wasser quasi, das ist diese Wasser. Fontänenexplosion und danach geht es in der Kurve raus. Auch draußen hat man so ein Ding nochmal, da gibt es auch nochmal ein bisschen eine Wasserexplosion und dann ist man wieder in der Station und ist komplett gesaugt, nass bis auf die Haut. Es ist wirklich, es war alles so unendlich nass. Wir haben uns danach halt auch direkt umgezogen, aber es ist echt krass gewesen. Und dann ist man Valhalla endlich mal gefahren und freut sich echt einen Ast ab. Das hat sich wirklich gelohnt, eine unfassbar krasse, gute Attraktion. Sehr, sehr, sehr einzigartig, super besonders, super stimmig, auch wie die Stimmung aufgebaut wird, die Fahrt an sich, das Fahrsystem, das funktioniert alles so gut, das ist alles so, fährt so fluffig. Und es ist wirklich eine Attraktion, von der man immer so gehört hat, über die alle so sprechen und die Erwartungen sind natürlich sehr hoch und du bist sehr gespannt und das ist ja immer so eine Sache, wo das Ganze auch kippen kann und scheitern kann und dann ist es doch nicht so cool und so gut, wie man meint, aber bei Valhalla alles übertroffen, richtig, richtig gute, geile Attraktion und absolutes Highlight, ein absoluter Must-Do-Ride. Unbedingt die Möglichkeit, irgendwie sich klar machen, das mal zu fahren. Ihr habt ja noch bis 2022 Zeit und ich liebe dieses Ding einfach richtig krass. Und ich als jemand, der es hasst, nass zu werden und so Wasserbahnen dann eher doof findet, finde das Ding ist halt richtig geil. Du musst es halt planen, dass du es machst und dass du dich danach umziehen kannst, aber. Also danach umziehen, du wirst auch nie wieder trocken. Nie wieder. Die Sachen sind heute noch nass. Krasses Ding, wirklich Wahnsinn. Also wenn ihr Valhalla schon gefahren seid, eure Erfahrungsberichte auch gerne mal in die Kommentare. Und wie habt ihr das gemacht? Wusstet ihr vorher schon, was auf euch zukommt? Oder wurdet ihr komplett überrascht davon? Das ist natürlich, wenn du dich als normaler Parkbesucher nicht mit sowas beschäftigst und dann da einsteigst, ist halt schon blöd. Würde mich auf jeden Fall interessieren, oder sagt ihr jetzt
Das ist echt kacke, das Ding, ich fahre das nie wieder. Oder seid ihr es noch nicht gefahren und möchtet es auch gar nicht fahren, nachdem was ihr jetzt gehört habt? Oder. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Haut in die Tasten in die Kommentare. Dann können wir da weiter diskutieren und ein bisschen quatschen. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von mir an dieser Stelle. Ihr wisst, dass es ein Interview noch aus Blackpool gibt und eine Parkvorstellung, beziehungsweise den Vlog. Und jeden Tag um 8 Uhr gibt es ein neues Video. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ihr seid die coolsten. Euer Bro fürs Radio Video Magazin. Peace.